Ja. Rühle hatte sich weiter orientiert, bleibt stehen und wartet auf euer Kommen. Ja. Oh, ich laufe, also renne zwei Aktionen vorwärts. Das sind also 3 mal 8, 15 Schritt plus 2 freie Aktionen Schritt. Hinter euch könnt ihr wieder weitere Schlachten hören. Kann ja nicht mehr handeln, also kann ich das. Nee, vielleicht nicht in Bortex reinlaufen. So. Sorry, das war 0,6 zu viel. Nächster. Ich würde mal. Bunkeras Orks könnt ihr noch nicht sehen, könnt ihr noch nicht hören. Aber mir, Asavo läuft auch. Ich würde aus meinem Zauberspeicher den Armaturz auslösen. Eine Aktion, plus 4 Aktionen, Autoerkennis. In der Hoffnung, dass wenn du getroffen wirst, dein Kopf nur halb eingedellt ist. Ist gelungen, ich habe den Armaturz Rüstschutz 4. Das dauert eine Aktion und wo noch kann ich noch laufen? 6 Schritt. Wenn es eine Aktion dauert, ja. Also Auslösung, Aktion aus dem Zauberspeicher, eine Genau, Aktion, das ist hier. noch. Isarun. Ja, ich bewege mich auch nach vorne. Ich glaube, dass dann komme ich dahin, wo Jalan ungefähr ist. Ich guck mal. Bei gleicher Geschwindigkeit gehe ich da Du sollst vorne eigentlich zu. weiterrennen können, als ich, weil du schneller bist. Wieso sollte ich schneller sein? Ich kann doch auch nur 8. Ja, aber ich kann nur 5. Okay, Was ist das? ja, aber trotzdem, also auf 16 wäre ich ja jetzt hier Mal und dann kann 3, ich halt wenn du noch. sprintest. Ach, stimmt, sprinten. Oh, okay. Man sollte meinen, dass du das jetzt seit 2 Jahren machen würdest. Okay, 3. nee, mache ich nicht. Du hast dich Nee. zweimal bewegt, Rafim. Will das auch nicht ansprinten. Ich habe auch gammelige Bewegung. Ah, okay, das ist das Problem. Gut, nächste Kampfrunde, Voltax. Ich würde jetzt auch nach vorne sprinten, weil ich es irgendwie verpasst habe, zweimal zu gehen. Das wären. Sprint ist Geschwindigkeit mal 3. Aber ich würde nur bis hierhin. Gut, dann überlege ich gerade 1, 2, 3, 4. Sturmangriff, du willst es, Nee, Sturmangriff. ihr seht nichts. Irgendjemand bewegt sich im hinteren Teil. Ihr könnt Grunzen hören und dann verklärtes orkisches gleichzeitiges Sprechen aus dem mehrstimmig. Ay, Katach, Harku, Ergoch. Aus allen Kehlen gleichzeitig. Vor euch, hinter euch. Und die Trollin Grüler, die euch finster anstarrt. Sie bleibt stehen und würde parieren. Jalan. Da sie nicht mehr angreifen kann, laufe ich bis an sie heran. Oh, nee, warte, das schaffe ich nicht ganz. Oh, mit einer Aktion. Ja, ich. Ja, doch, ich laufe an sie heran. Ich gehe auf Distanzklasse. Sie fängt mich auf S ab, oder? HNSP. Also fängt sie mich auf P ab, okay. Da kann ich tatsächlich allerdings mit einer Bewegung und zwei freien Aktionen hin. Hat also noch eine Attacke. Ja. Diese möchte ich dann zum Verkürzen ausführen. Sie ist zusätzlich um 4 erschwert, weil ich gelaufen bin. Da erkennen wir also. Dies würde gelingen, wenn sie nicht parieren möchte. Sie kann dies unerschwert parieren. Ja. Sie weicht aus, weil sie. Ja, doch, nee, sie pariert. Sie pariert. Mit ihrer Spitzhacke, die als Keule definiert wird. Die 13. Das gelingt. Gut, damit hält sie mich auf Distanzklasse P. Ja, sie hält dir dämonisch die Keule einfach nur hin, sodass du dann gegen tocken kannst. Eine wirkliche Parade war das wohl nicht, aber sie wollte einfach mal. Vielleicht lag es auch, vielleicht war es auch sowas wie ein Schlag oder so. Du bist dir nicht ganz sicher, du kannst dich nicht einschätzen. Ich will hier nicht weggewischt werden. Ich schlage meinem Schild einmal gegen die Keule und lasse es auf diesem Punkt erstmal bleiben. Und dann ist der Okay. nächste dran. Bei mir. Ja, ich würde hin zum Boltax hinrennen und ihn schützen, was immer er tun mag, da nicht überrascht wird. Isarun. Ich spreche einen verkürzten Armatrutz, sodass der in 2 Aktionen dann fertig ist. Verkürzte Armatrutz, 2 Aktionen, dann ist er am Ende dieser Kampfrunde durch. Rafim. Ja. Na, das ich komme auch nicht ran. Ja, HNSP, also kannst du noch einen freien Aktionsschritt machen, dann stehst du auf P. Dann könntest du quasi noch angreifen. Dann versuche ich auch einmal die Distanzklasse zu verkürzen.
zu verkürzen. Auf S. Das ist sogar gelungen. Sie versucht eine Parade. Nicht geschafft. Dann stehst du auf S. Yay. Ja, also wie gesagt, hantiert er, wie gesagt, so ein bisschen mit diesem Streitkolben, Spitzhacke. Und wehrt und blockt da Jalan ab, schiebt Jalan nochmal so einen halben Meter nach hinten und dann kannst du unter dem durchtauchen und stehst dann zumindest in deiner Nahkampfreichweite. Nächste Aktion, Voltax ist dran. Ja, ich würde ein Manifesto Element Variante Feuer beginnen, Zauberdauer verkürzen, um meine Kerze anzuzünden in 5 Aktionen. Puh. Kannst du es weiter verkürzen? Ja, das ginge. Dann 5 Aktionen, wenn du willst. Ja. Dann 5 Aktionen, alles klar, du zauberst. Ja. Gröler ist dran. Gröler fängt an. Damit würde das zumindest gelingen. Gröler fängt an zu hämmern. Und hämmern! Und hämmern! 3 Aktionen: Keule, Jalan und 2 Rafib. Oh. Ich periere nicht. Ich möchte eine 2er Meisterparade. Ich glaube, ich bin Toast. Mit deinem Schild. Achso, ja. Es ist nur ein Gegner, nur ein großer Gegner. Nicht drachengroß. Von daher geht das. Kann es nicht parieren? Also ausweichen. Ja, muss ich ausweichen. Geschafft. Einmal will ich ausgewichen. Einmal, weil das andere ist misslungen. Ganz knapp. Du könntest das schippen. Habe ich denn auf der Distanzklasse eine Erleichterung zum Ausweichen? Auf Nee, sie ist erschwert um 1. Beziehungsweise, wenn es ein gezieltes Ausweichen ist, plus 2 und wenn es ein freies Ausweichen ist, plus 1. Bei frei würdest du aber Dinger verlieren. Initiative. Ja, ich muss aber frei ausweichen, weil sonst werde ich ja beide mal getroffen. Ja, dann krieg ich einmal ins Gesicht. Ja. Könnte es ungut werden. Das wird ziemlich ungut. Wird ungut. Nur 19. In den Torso. Ja, dann steckt jetzt diese riesige Spitzhacke direkt in deiner Brust. Da krieg ich auf jeden Fall eine Wunde. Mhm, eine nur. Ein zweiter. Also 12 Schaden, 17er Konsti plus Eisern müsste eine sein. Ja. Was ist deine Rüstung? 5. Okay, ja, dann könnt ihr erkennen, wie sie jetzt aus ihrer Unbeweglichkeit, aus ihrer steinernen Gestalt ein dämonisches Glimm aus ihren Augen ausbricht und sie jetzt wie eine Berserkerin den Schild von Jalan. Achso, ich mach gerade mal Schaden gegen den Schild, das ist eine gute Idee. Kannst du mal eine Bruchfaktorprobe machen, Jalan? Warum? Wie warum? Das ist jetzt nicht so viel Schaden. Immer wenn sie mehr als 10 Schaden macht, Bruchfaktorprobe. Interessant. Gut, du brauchst nur eine machen, ich habe 2 Attacken abgekriegt. Achso, Entschuldigung, genau, richtig. Ja, okay, dann ist Grüler durch, Jalan. Ja, ich möchte wieder verkürzen, ich lege hier diesmal ein, sagen wir 6 Erfinde rein, die ist um 2 erleichtert, weil ich ja die Masterparade habe. Und dann gucken wir uns das an. Ja. Ja, leider nur verkürzt. Distanzklasse S. Ein Schaden. Und, ich mach das direkt nochmal. Ach nee, ja, ich muss ja parieren. Ich kannst mach das du, nicht genau, kannst du nicht, weil du mit Schildkämpfer bist. Dann. Das umwandeln darf ich, aber ich will ja parieren, deshalb. Jalan ist durch. Aber mir. Ich würde ein blitzig finden, vergrößerte Reichweite machen. Plus 3. Mhm. Dabei rufen. Ingirisch Tuvash Tulamok. Die Reichweite überhaupt vergrößern? Ja klar. Warum? Das geht. 1 Schritt, 7 Schritt nochmal Reichweite. Die Reichweite von einem Blitz ist ZFW-Schritt. Ist doch wurscht. Ja. Würfel einfach. Würfelt hat er schon. Ja, Abelmir, du merkst, dein Blitz geht durch und wird von der niederirdischen 7. Sphäre in ihr aufgesogen. Sie ist besessen von einem Orkan. Okay. Asavu möchte sich so ein bisschen an ihr vorbeibewegen und in die Seite pieksen. Er hat immer noch nur seine zerbrochenen Kampfstäbe, aber er hackt trotzdem mal drauf. Das würde auch schaffen. 5.
Dann möchte Rafim vorziehen. Sieht zumindest so aus. Selbstverschmutzung. Achso. Um den Baum. Ich umfalle. Okay. Iserun ist vorher dran. Ja, ich möchte mich bewegen. Eigentlich wollte ich mich jetzt dahin bewegen, wo gerade Asavo steht, aber okay, gucken wir mal. So, mit 8 wäre ich hier, dann brauche ich tatsächlich 2 Aktionen. Gut, dann ist es eben so. Ich bin durch für diese Kampfrunde. Auf ihn. Ja, da ich zweimal ausgewichen bin, muss ich mich jetzt wieder positionieren. Position. Genau, mach nichts. Ja, gut, nächste Kampfrunde. Boltax ist dran. Ja, ich zauber 2 Aktionen, also. Mhm. So. Und dann hast du noch eine Aktion. Grüler ist dran. Grüler schlägt einmal auf Rafim, einmal auf Yala, einmal auf Iserun. Möchte ich wieder. Achso, mit 3er Meisterparole. Dämonen patzen nicht. Es ist ja gut, dass sie mich nicht trifft. 15 nicht, die 20 nicht. Das ist der Bestätigungswurf. Und wo ist der nächste? 17. Nee, das, die 6 hätte getroffen. Die 6 wäre für Iserun. Ja, ich möchte gerne parieren. Ich würde auch eine Meisterparade. Du kannst nicht parieren. Du kannst nur mit Schild parieren. Ach, stimmt. Ah, ich dachte, wir hätten schon die nächste Kampfrunde. Sorry. Kannst du sowieso nicht parieren. Du, unabhängig davon kannst du nicht parieren. Also das ist ein großer Gegner. Also ich kann höchstens nur frei ausweichen. Genau. Kannst du auch gezielt ausmachen. Also nee, nicht mit keiner Aktion. Nee, nächste Kampfrunde. Ja, du kannst ausweichen. Aktion. Kannst frei ausweichen. Ja. Du kannst auch normal ausweichen. Ist das die nächste Kampfrunde oder nicht? Genau. Ja, ja, der Orks. Ja, wenn es nämlich die nächste Kampfrunde ist, dann würde ich halt ganz normal parieren und nicht ausweichen. Kannst nicht parieren, sie ist ein großer Gegner. Du kannst nur Schild parieren. Ah, okay. Das hättest du auch wissen können. Ausweichen plus 2 war das, ne? Auf der Distanzklasse, wo du stehst, S, P, ja, also bei P plus 1, bei S plus 2. Okay, dann schauen wir mal. Ja? Gut, dann kannst du auch du unter der Spitzhacke durchtauchen. Und sie hiebt donnernd, also hat einmal so einen Rundumschlag gemacht und hiebt jetzt donnernd mit spritzenden, prickelnden Steinbrocken in den Fels. Dann hat Gröler ihre 3 Aktionen durch, Jalan. Ich möchte verkürzen, das sind 3er Manöverstrafe drauf. Link, wenn sie nicht pariert. Sie hat ihre Aktion durch. Achso, ich dachte, sie hätte 4, okay. Nee, 3 Aktionen. Gut. Damit bin ich auf DKM. Mhm. Soll ich noch angreifen? Nein, denn ich habe ein paar gerade angesagt und verkackt. Dann, nach Jalan kommt Abelmir. Ich würde einen neuen Zauber setzen und es dauert 4 Aktionen. Ein neuer Zauber? Verrätst du mir welchen? Acceleratus, lass mir Zeit dabei. Acceleratus. Nach Abelmir, Asavo hebt gleich mal, die Orks bewegen sich, Iserun ist dran. Iserun hat noch Aktion. Ja, ich mache einen Wuchtschlag 6. Denk an deine Distanzklasse. Also ich weiß nicht, was du für eine Distanzklasse hast, aber... Es ist eine ganz normale N. Ja, auf welche Distanzklasse bist du denn gegangen zu der Frau? Duell stehst du auf P. Du kannst mit einer plus 4er Basis, also wenn du mehr als 4 Punkte Inni-Differenz hast, kannst du von P auf S. Und wenn du mehr als 8 hast, von S auf N. Sonst musst du erstmal verkürzen. Ja gut, dann muss ich erstmal verkürzen, weil wir sind nur 1 auseinander von der Inni. Verkürzen war plus 4. Nein, verkürzen ist frei, aber kann pariert werden. Grüller hat aktuell die 18, du hast die 22, also du könntest exakt auf von P auf S gehen. Jetzt musst du aber auf N gehen, damit du hochschlagen kannst. Du kannst mit einer plus 8 zwei Distanzessen gleichzeitig nehmen. Das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Das wusste ich auch nicht. Ja, sorry. Gut, dann stehst du jetzt auf N und könntest quasi auch hochschlagen oder so. Ja. Eine Aktion hast du noch? Nee, gar nicht. Du hast nur 2. Ja, okay. Kein Waffenmeister. Iserun, hast du euch Rafim? 3-mal drauf. 3-mal drauf. Bist du ausgewichen? Du musstest nicht ausweichen. Er wurde nicht getroffen. Nicht ausweichen. Ich hätte auch nicht ausweichen können, aber das ist ein anderes Problem. Mein 6er Wuchtschlag. Knapp. Nochmal ein 6er Wuchtschlag. Gott sei Dank, umgewandelt, machen wir mal einen 2er Wuchtschlag draus. Das hat zum Glück alles geklappt. Schaden hat das noch nicht gemacht, 22.
20 sind 16 und 19 sind 15. Dann ist Rafim fertig. Nächste Kampfrunde, Boltaks Licht geht an. Genau, meine Kerze geht an und damit aus der Kerze heraus und aus dem Rauch, der sich bildet, entsteht das Abbild eines Trolls von RKP Sternchen Spanngröße, in dem Fall 15, weil ich 15 hatte. Das Geschöpf verfügt über die körperlichen Eigenschaften des Originals, hat alle Eigenschaften, außer halt sowas, Gift- oder Zauberfertigkeiten und Immunität gegen profane Angriffe. Verursacht im Kampf stets die Hälfte der für die Tierart üblichen Trefferpunkte. In dem Fall, weil ich natürlich die Tierart gewählt habe, macht die Bewaffnung die Faust aus und er hat keine Keule oder Axt dabei. Ja. Genau. Und die kann sich RKP-Stern-Schritt von der Kerze entfernen, also wegbewegen. Das wären in dem Fall 15. Und RKP-Stern mal 3 Kampfrunden lang ist diese Kerze am Brennen. Ich kann sie natürlich auch davor löschen. Das bedeutet, dass dann der Troll verschwindet. Eine Aktion hast du noch? Genau. Ja, ich habe noch eine Aktion. Ich würde erstmal gar nichts machen, sondern dem Troll den Befehl geben, sich auf die Trollin Grüla zu stürzen. Und der hat ja noch 2 Aktionen. Ich dann bewegst du ihn? Genau. Okay. Und mit der zweiten Attacke würde er dann angreifen. Auf die 14. Genau. Soll ich das auswürfeln? Ja. Ja, haut vorbei. Kurze Orientierung. Ich habe für Grüler eine KK von 40 angenommen. Was nimmst du für dein Troll an? Das 35? Genau, was in der Zobot angegeben ist. 35, dann macht sie 1W6 plus mit TPKK 9. 1W6 plus 9 beim Forstschaden. Okay, dann ist Boltax durch und seine Kerze auch. Die handhabe ich genauso wie ihn auf der 16. Grüler auf der 18. Ich möchte vorziehen. Ja. Ich attackiere, mache mal einen locker flockigen, komm, 8er Wurfschlag raus, go big or go home. Ja, stopp, ich ziehe auch vor. Okay. Kunkeras Orks schießen. Und okay. So auf dich. Ich bin 2 Größenklassen kleiner, nicht daran. Ja, wenn sie auf gezielte Körperteile schießen, ansonsten. Nee, das ist egal. Der Schild bietet Deckung. Gut, aber du kannst auch nur parieren, wenn du die Pfeile siehst und sie sind aktuell in der Dunkelheit, also siehst du sie nicht. Das ist richtig. Die Deckung habe ich halt trotzdem. Das erste sie den Treffer, was das zweite nicht. Ja, da können wir mal rechnen, aber auf die Entfernung. Aktuell sind sie 35 Schritt von dir entfernt. Der zweite ist garantiert verfehlt, den erste ist garantiert getroffen. Genau. Ich glaube, da mit der 17 müssen wir nicht weiter rechnen. Ich gebe dem mal die Zone. Aua. Oh. Ich schippe die Zone. Schade. Ja, Wahrheit kommt wieder. Hätte ich auch gemacht. Dann trifft dich der Kopf nicht. Du willst wohl ein bisschen grüner gerade ausweichen. Fast hätte dich dieser Pfeil aus der Dunkelheit am Kopf getroffen, aber dadurch, dass du gerade unter Grülers fiesem Angriff und durchtauchst, treffen sie nur dein Schwert. Flinchstecken ähnlicherweise an der Schulter ab. 11 Schaden sind das? 11 Schaden mit dem Kurzbogen der Hops. Kommen sogar 3 durch, da Anrüstung kurz am Arm nicht so gut ist. Okay, dann kannst du vorziehen. Ja, die geben mir. Ja, egal, ich guck gleich, ob das ich jetzt richtig habe. Ich glaube, irgendwas war sie nicht ausgetragen. Mein Angriff ist schon gewürfelt. Ja, ist schon gewürfelt, ist gelungen. Wenn sie dies nicht pariert, was sie natürlich. Sie pariert nicht, sie ist ein Dämon. Natürlich, dann bekommt sie jetzt 20 Pryers ins Gesicht, nicht zwangsweise ins Gesicht, in den Schädel. Ein Borkan ist Tagunitot, ne? Das ist nur normaler Schaden, kein Doppelter. Ja, also geht halt die Resistenzen. Ja, genau, das ist richtig. Er war ja mal Bochum geweiht, aber die Bochumkirche mag mich nicht mehr. Woran das wohl liegt? Dann hat Jalan einmal vorgezogen, Grüner wird aber vor deinem zweiten Angriff angreifen. Will jemand vorher noch vorziehen? Angriff vor. Ich würde auch vorziehen. Gut, dann zieht mal vor. 6er Wutschlag. Kein Geiz. Ja, so. Ja. Möchtest du nochmal was? Oder ich kann nur einmal vorziehen. Okay, gut. Isong dann vorziehen. Nö. Also gut. Ich kann schon, aber nein. Dann, bam. Dann lasse ich Rafim gerade mal außen vor, dann greife ich Jalan, die Trollkerze und Isong an.
Dann macht sie dann gerade einen Bogen. Dann hätte ich wieder gerne. Komm, machen wir eine Vierermeisterparade. 1, 2, 3. Oh Gott, ich wünschte, ich hätte diese nicht angesagt. Ja, ich wünschte, ich hätte diese nicht angesagt. So, die erste misslingt. Die zweite ist auf die Trollkerze. Das ist eine 1. Die ist bestätigt. Das ist doppelter Schaden. Das ist doppelter Schaden und Hälfte Parade. Dann kann Boltax mal versuchen, mit seiner Trollkerze parieren. Haut sie mit der Axt drauf? Ja. Mit der Spitzhacke. Egal. Immunität gegen profanen Schaden. Es gibt nur noch Resistenzen. Profan. Okay, gut. Alles klar. Gut. Dann kann ich probieren zu parieren. Beziehungsweise, nee, parieren kann ich nicht mehr. Ich hatte 2 Aktionen diese Runde schon. Richtig. Dann, wie viele Lebenspunkte hat so ein Troll? Hast du das mal ausgesucht? Ja, ein normaler Troll. Genau, ein normaler Troll hat 60 bis 80, je nachdem. Dann bekommt die 26. Okay. Trefferzone? Hat mal jemand schnelle Trefferzone für mich? Vielleicht ist der Kopf. Erster liegt, 15, Torso, hat keine Wunde. Nuridi plus 4. Ja, ich weiß, habe ich mir schon gedacht. Gut, und der zweite Misslung, die 19 war für Isarun. Dann ist Grüder durch. Darf man eine Meisterparade noch würfeln, oder? Oder darf ich die nicht würfeln, weil sie nicht getroffen hat? Hat nicht getroffen. Dann muss Jalan jetzt parieren. Hast du schon Abelmir? Ja, eben nicht. Ich brauche ja noch diese Aktion, also diese Kampfrunde für meinen Zauber. Zwei Kampfrunde der Zauber mit verlängert. Stimmt, wenn Jalan nicht parieren musste, durfte, dann kannst du auch umwandeln. Korrekt. Dann mache ich das noch. Ich hätte gern... umgewandelt plus 4, ein 4er Wuchtschlag für insgesamt noch plus 8. Kann ich erst dran rumspielen, es ist gerade so getroffen. Dann kommt. Trefferzone kommt direkt hinterher, es sind immer noch 18 in den Kopf. Das ist ein schlechter Kopf. Dann kannst du dich an der Trollkerze von Boltax abstützen, springst auf das Knie und ziehst dann deinen großen Anderthalbänder, deinen Streitkolben, in die Nase von Grüler. Weil ich leider nichts habe, womit ich mich an ihr festhalten kann, muss ich dann auch wieder hinunterspringen. Nach Jalan kommt Abelmir, den hatten wir eben gerade schon gefragt. Er wollte zaubern. Genau. Aktion, Acceleratus. Noch diese Runde und nächste Runde wieder dran. Gut, dann Basisinitiative verdoppelt. Hast du schon gewürfelt? Noch nicht. Dann würfeln wir bitte, dann kannst du deine Basisinitiative schon verdoppeln. Die anderen Orks laden nach aus der Dunkelheit. Asavo hiebt auf den... Übrigens waren Axelaratus mit Erinnerung aufrechterhalten und feste Dauer und Zeit lassen gesagt. Isarun kann noch. Ja, ich greife zweimal an. Wuchtschlag 6. Der soll gelungen sein. Möchtest du eine Trefferzone oder ist es egal? Wenn du möchtest, Fall? Klar. Vielleicht würfelst du die 20. Nee. Runden sind das erstmal nicht. 17 Schaden. Ja, und dann noch ein 2er Wuchtschlag hinterher. Nee, oder? Och, ganz knapp. Nee, gar nicht. Vergiss es. Dann hast du dir die 2er Wuchtschlag bitte merken für deine nächste Aktion, Rafim. Ja. Oh, das ist auch noch eine Misslung. Ja, ich muss erstmal die 6 abbauen. Also greife ich normal an. Das ist getroffen. Dann wandere ich um, greife mit einem 2er Wuchtschlag an. Und dann 4 aus der Umwandlung. Asavo würfelt Kriegskunst. Sie hält uns nur auf. Wir müssen an ihr vorbei. Schaden 14 sind 9 und 19 sind 14. Nächste Kampfrunde, Boltax. Ja, kannst du mit deiner Trollkerze hauen? Ja, das würde ich sowieso machen, aber erstmal muss ich auch noch eine Ansage machen. Ja. Und ich würde mich gerne nach hier bewegen. Und jetzt haue ich mit der Trollkerze zu und zwar zweimal. Erste würde nicht treffen und zweite würfel ich gleich auch noch aus. Würde auch nicht treffen. Das ist doch auf die 14 triffst du noch. Ja, ach ja, stimmt. Achso, umgewandelt, ja, weil also du musst ganz normal umwandeln, du bist nämlich kein Dämon. Richtig. Du bist ein in Anführungsstrichen normales, illusionäres Tier.
Grüla ist dran. Grüla schlägt zu, dieses Mal lässt sie Isarun in Frieden und nimmt Rafim, Yalan, Yalan. Mhm. Dann sage ich mal zwei verwandeln. Was auch sie gut würfelt war. Gut, sie würfelt gut. Ja, ich guck mal, ob ich patze, ich glaube nicht dran. Nein, guck mal, ob ich kritte, leider auch nicht. Nein, damit ist beides pariert. Rafim? Kann ich möchte zwei frei. Erschwernisse in S oder nicht? Wenn du ausweichst, dann musst nein, du... Nein, ich meine für ihren Angriff, weil ich ihre Distanzklasse unterlaufe. Sie hat NSP. Ah, NSP. Ah, okay. Aber sie kann sogar auf H mit der Spitzhacke zu haben, das ist Bullshit. Egal. Sie sind Dämon. Ich muss ja ausweichen, was anderes bleibt mir ja nicht. Ja, ich krieg's in die Fresse. Trefferzone? Arm, ja. Lebenspunkt hast du noch? Kann ich dir gleich sagen, warte mal. Verliere jetzt nochmal 9, das sind ist immerhin keine Wunde. 9, dann habe ich 17. Ja, dann habe ich Grüler gemacht. Der Asavo ich möchte mit zwei freien Aktionen. Ich möchte Asavo zieht vor. Rufen. Ja, okay. Asavo zieht vor und läuft an ihr vorbei. Und zwar kriegt genau dahin. Dann kriegt sie den Passierschlag. Ja, kriegt sie. Ich möchte mit zwei freien Aktionen so Rafim rufen. Rafim, geh! Ich halte sie! Das ist tatsächlich getroffen. Mit einer plus 8. Aua. Jetzt sieht er halt, warum wir nicht einfach an ihr vorbeilaufen, weil sie die halt dann drückt. Isarun, möchtest du für deinen Bro vielleicht chippen? Ich glaube nicht, dass das irgendwie was nützen würde, oder? Das ist eine plus 8. Also du kannst den Keule, mit einer plus 8 trifft sie halt 1 bis 5. Dann eine 5 es ist eine 75% Chance, dass er okay, nicht getroffen wird. Okay, dann chippe ich ihre Attacke. mir ist Asavo egal, wenn er jetzt drauf geht, mir macht das nichts. Ich will ihn nicht unbedingt behalten, chipp das endlich. Nicht getroffen. Du siehst wie in so einer kleinen Vision von der schwarzen Mutter, wie wohl Asavo mit zertrümmertem Kopf gerade gegen die Steine blockt, kannst dich dann aber wieder abschütteln und siehst, wie er gerade unter diesem Hieb durchgetaucht ist, rollt sich gerade ab und geht dann hier in Deckung und ruft dann wohl auch hinein, hier sind mehr Orks! Ist also mit einer Aktionposition vorgezogen und damit ist er fertig. Die Kunkerer-Orks haben gerade kurz Bögen geladen und zielen. Jalan. Ich berät aber, kann ich nur einen Angriff machen. Mal ein 6er Wuchschlag, ich habe ja schon mit Rafim gesprochen.